Hallo, Bernhard hier aus dem Moorboards-Office. Erkläre ich jetzt nur die Karakoram-Haarscheißen. Was sind Haarscheißen? Haarscheißen ist eine zusätzliche Möglichkeit, beim Bergaufgehen mit dem Splitboard an Halt zu gewinnen. Speziell wenn es eisig wird, ruppig wird, irgendwo Schräglagen drinnen sind, wo man sich nicht sicher fühlt, sind Haarscheißen unabdingbar. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich würde nie ohne Haarscheißen irgendwo eine Tour machen. Man weiß nie, ob jetzt 10 Meter, 50 Meter mal eine abgeblasene Stelle ist oder eisige Stelle ist, wo man einfach mit dem Splitboard nur sehr unsicher rüberkommt. Deswegen gibt es Haarscheißen. Haarscheißen sind was anderes als Steigeisen, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Haarscheißen sind fürs Bergaufgehen mit im Tourenmod vorgesehen. Steigeisen montiere ich mir direkt auf die Schuhe und habe dann das Board meistens schon am Rücken oben und gebe die Steigeisen dann nur die letzten 5 Meter am Gipfel durch Steine oder Eisen. Das heißt, wir reden hier von Haarscheißen. Das Karakoram-Haarscheißen schaut in diesem Fall so aus, ist sehr leicht, sehr widerstandsfähig, hat unten zusätzliche Spitzen, die sich ins Eis eingraben, das heißt, um wirklich einen optimalen Halt zu bieten. Beim Haarscheißen, beim Crampon, wie man auf Englisch sagt, ist hier eine Montageplatte mit dabei und Schrauben sind natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Das heißt, die Montageplatte wird ganz einfach so unten raufgeschraubt, da sind die Löcher, die Schrauben sind da drinnen und mit dieser Fixierung von der Platte ist das Haarscheißen schon einsatzbereit. Das macht man einmal, man schraubt es einmal rauf, muss es nicht wieder runterschrauben, sondern es bleibt dann oben und kann dann immer schnell zum Einsatz kommen, auch währenddessen man am Snowboard unterwegs ist. Das heißt, man muss hier nicht mit der Bindung raus oder mit dem Schuh raus, das geht alles während dem Gehen. Wie funktioniert das? Auch beim Haarscheißen auch das Haarscheißen wird mittels Highbackbügel fixiert und ich nutze diese Aufnahmen, weil diese Aufnahmen sind klarerweise beim Tourmod in Verwendung. Das heißt, ich bin mit dem Board unterwegs, gehe rauf, es wird eisig, ich brauche das Haarscheißen. Das Haarscheißen wird in dieser hinterliegenden Aufnahme reingesteckt und wird dann, das ist die Platte, die da oben mit den Schrauben fixiert wird, mit den Pins fixiert. Das heißt, ist easy während dem Gehen zu machen. Klarerweise ein bisschen Übung braucht man schon, dass das funktioniert, dass man da genau reintrifft und kann dann auch ohne weiteres, wenn die eisige Stelle wieder vorbei ist, released, sprich aufgemacht werden, Bügel wieder runter, das raus und am Rucksack gehängt. Immer praktisch, wenn man die Haarscheißen irgendwo außen hängen hat, dass man sofort dazu kommt während dem Gehen, weil wie gesagt, es ist ohne weiteres während dem Gehen zu montieren. Ja, ich glaube, das waren die Crampons von Karakoram. Auch für eure Kunden würde ich bei jedem Bindungskauf dazu empfehlen, weil es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Und wenn man 2 Stunden unterwegs ist und dann wegen einem 50 Meter Stück wieder umtragen muss, ist es enttäuschend. Deswegen Haarscheißen Crampon von Karakoram. Danke.